Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit dir ein paar Tipps teilen, wie wir selbstbewusste Kinder erziehen. Ich weiß, einige sagen, erziehen ist scheiße, wenn, dann habe ich eine Beziehung zu meinem Kind. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir mit Kindern zu tun haben, ist es immer so, dass ein Stück weit immer Erziehung mit dabei ist, weil das Kind kopiert alles, was Vater und Mutter machen oder Lehrer oder wer auch immer, ne? oder Stiefmutter, Stiefvater. Kinder in den ersten 7 Jahren sind mit dem Gehirn im Täterzustand. Es gibt verschiedene Zustände, was das Gehirn betrifft. Wir Erwachsene haben wieder einen anderen Zustand im Gehirn. Erst wenn wir einschlafen, kommen wir in den Täterzustand. Im Täterzustand ist die Tür zum Unterbewusstsein auf. All das, was man diesem Kind dann sagt, die ersten 7 Jahre, ist aktuell in der Wissenschaft so herausgefunden worden, ist ein Kind komplett im Täterzustand. Und wenn man im Täterzustand ist, wie gesagt, die Tür zum Unterbewusstsein ist auf, alles, was es gesagt bekommt, wird kritiklos bzw. ohne zu hinterfragen abgespeichert und geglaubt. Und wie kannst du jetzt ein selbstbewusstes Kind erziehen, wenn dein Kind noch unter 7 ist? Egal, wie du es vorher behandelt hast, kannst du jetzt das Wissen nutzen und schauen, wie du mit dem Kind sprichst. Du bist schön, du bist stark, du bist toll, du bist geliebt. Das ist so der erste Aspekt, das, was wir dem Kind sagen. Das, was wir dem Kind sagen, wird gespeichert und er fängt es an zu glauben. Wenn wir ankommen und sagen, Gott, bist du dumm, bist du faul, bist du was auch immer, wird auch das als Wahrheit abgespeichert. Wenn das Kind jetzt 14 ist, wird es dem immer wieder entsprechen. Ja, dieses Dummsein, dieses Faulsein, dieses Nichtsnutz, dieses Trottel, je nachdem, was wir den Kindern halt mitgeben. Also aufpassen, was wir den Kindern sagen. Selbst wenn es jetzt älter ist als 7, trotz allem immer aufpassen, weil wir hypnotisieren uns alle gegenseitig. Unser Gehirn ist ist wie ein Schwamm. Es saugt alles auf, was es von draußen hört. Und gerade bei kleinen Kindern, die saugen alles auf und glauben alles. Selbst wenn ein Kind schon älter ist als 7, es ist nicht mehr im Täterzustand, trotz allem schau, wie du mit ihm sprichst. Es geht jetzt nicht darum, eine Technik zu erfinden, dein Kind selbstbewusster zu machen, sondern darum, das Kind in sich sicher sein zu lassen. Dass das Kind die Sicherheit in sich fühlt. Dass das Kind weiß, ich bin sicher hier, wo ich bin und ich bin geliebt und beschützt. Das macht ein Kind selbstbewusst, nichts anderes. Es kann jetzt natürlich sein, dass dann manche Leute kommen und sagen, ja, hier auf der Schule, auf der Schule von meinem Kind ist jemand, der ist super selbstbewusst, hat aber auch voll die asozialen Eltern, die sich nicht um ihn kümmern. Es gibt verschiedene Arten von Selbstbewusstsein. Es gibt Leute, die sind selbstbewusst nach außen, aber innerlich komplett zerbrochen. Und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja Kinder, die ganz sind, die sicher sind und die das Selbstbewusstsein in ihrem Kern haben und nicht eine Maske auflegen und so tun, als wären sie selbstbewusst. Und wenn sie alleine sind, sind sie eigentlich voll unsicher. Solche Kinder gibt es überall, hier und da. Ne? Kinder, die zum Beispiel zu Hause sehr unterdrückt werden und dann in der Schule komplett einen draufhauen und so tun, als wären sie die Besten und selbstbewusst, in Wirklichkeit aber gar nicht an sich glauben. Das Kind wird selbstbewusst, wenn die Eltern an sich glauben. Weil das Kind nimmt zwar alles auf, was du sagst, es merkt aber auch, wenn es gelogen ist. Ja? Ich habe meine Kinder sicher schon 1000 Mal angelogen, so tun als ob, aber in Wirklichkeit tief in mir herrscht was anderes vor. Ich glaube, da sind wir alle ähnlich wie Eltern. Kinder spüren, wenn Eltern lügen. Kinder spüren, wenn Eltern sich selbst nicht lieben. Jetzt muss ich mal hier das ein bisschen zu mir ziehen. Und die Kinder kopieren dieses Verhalten unbewusst. Das heißt, wenn du möchtest, dass dein Kind selbstbewusst ist, arbeite erstmal an dir. Und die andere Sache, bevor ich das jetzt vergesse, wenn du in den ersten 7 Jahren dein Kind nicht so toll behandelt hast, brauchst du jetzt keine Schuldgefühle zu haben. Jede Mutter, jeder Vater tut immer das Beste, was er weiß. Als Elternteil, wenn du in deinem Kopf das Gefühl hast, ich habe was falsch gemacht, guck dir deine eigene Kindheit an. Wenn deine eigene Kindheit voller Liebe war, voller Sicherheit, voller positiven Sachen, dann kannst du dich selbst rügen, aber das ist bei niemandem. Ich glaube, das wird bei niemandem so sein. Dann kannst du sagen, jetzt habe ich aber Schuldgefühle, ich habe was Schlechtes gemacht, weil meine Kindheit war total schön, ich war immer geliebt, ich war immer beschützt, ich wurde immer unterstützt, aber das habe ich meinem Kind nicht weitergegeben. Das kommt eigentlich gar nicht vor. Das, was wir in der Kindheit erleben, unbewusst wiederholen wir das dann mit unseren Kindern. Es ist im Normalfall so, dass Eltern, wenn sie Kinder haben, das Gefühl haben, ich werde es anders machen. Auf jeden Fall nicht wie meine Eltern. Und trotz allem fallen wir unbewusst ins selbe Muster. Wir machen zwar nicht exakt das Gleiche wie unsere Eltern, gehen aber in eine ähnliche Richtung.
Nur so, dass wir es halt nicht bewusst merken. Deshalb, wenn du möchtest, dass dein Kind selbstbewusst ist, sicher in sich selbst, an sich glaubt, sich selbst liebt, arbeite an dir. Du bist ein Energiewesen und das, was du ausstrahlst an Energie, hat dein Kind, ja, dein Sohn, deine Tochter, das übernehmen sie, sie nehmen das auf. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir eine Schwingung, die ist sehr hoch, nur Liebe. Deswegen, wenn man ein Kind sieht, dann will man es in den Arm nehmen, das ist so süß, das ist so viel Liebe. Und dieses Kind, wenn es nach Hause kommt, fängt es an, die Grundschwingung der Eltern zu übernehmen. Wenn zu Hause immer Ärger ist, immer eine deprimierte Stimmung ist, übernimmt das Kind das unbewusst und hat das dann in seinem Energiefeld. Was macht denn so ein kleines Baby, wenn es auf die Welt kommt? Es hat vergessen, wer es selbst ist. Es schaut in die Augen der Eltern und hofft auf die Antwort, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und was machen oft die Eltern? Am Anfang ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie bei mir. Werden sie etwas älter, dann fangen an, Eltern auch manchmal Sachen zu sagen, die nicht so toll sind. Und ich möchte mit diesem Video niemanden da draußen angreifen. Auch bei mir ist es genau das Gleiche. Ich arbeite ja auch täglich dran, zu gucken, wie gehe ich mit meinen Kindern um. Es gab auch Zeiten, wo ich mal geschimpft habe, gerade früher, ne, wo ich dieses ganze Wissen nicht hatte mit meinem ersten Sohn, wo ich gefragt habe, warum bist du jetzt so doof, kannst du es nicht anders machen und. Klar, ich weiß, es ist jetzt gespeichert, das Kind hat es drin, aber jetzt kein schlechtes, beziehungsweise wenn ich sage, kein schlechtes Gewissen ist es da. Das schlechte Gewissen anschauen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich habe Schuldgefühle, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater. Lass das erstmal zu, wenn du das fühlst. Nicht diese Gefühle wegdrücken. Die wollen ja angeschaut werden. Richtig tief reinschauen und danach überlegen, habe ich das bewusst böse gemacht, um ihn zu schädigen oder sie? Nein, ich bin selbst so aufgezogen worden. Ich habe unbewusst gehandelt. Das war wirklich, ich habe es nicht gewusst, dass ich damit mein Kind nicht gut tue. Okay, was kann ich denn jetzt tun? Und dann überlegen, wie kann ich jetzt, ab jetzt in Zukunft mit meinem Kind anders umgehen und wie kann ich vor allen Dingen an mir arbeiten? Und ich sehe das so viel bei Eltern jetzt hier, wo ich bin, auf der Schule zum Beispiel oder im Fitness, die Mütter, ne, mit ihren Kindern. Ich sehe das so viel, wenn die zu mir kommen und sagen, Samar, hast du einen Tipp, wie kann mein Kind selbstbewusster werden? Ey, die glaubt absolut nicht an sich. Dann schaue ich mir die Mutter an, unterhalte mich mit ihr und sehe, wie unsicher sie ist. Und dann sage ich, wenn du so unsicher bist, wenn du nicht an dich glaubst, wie soll denn dein Kind selbstbewusst werden? Es gibt Ausnahmen, wo Eltern nicht so sehr an sich glauben und die Kinder dann mit der Zeit trotz allem selbstbewusst werden. Aber wenn du ein Kind gerade hast, das unsicher ist, das sich nicht geliebt fühlt, das unselbstbewusst ist, geh mal in dich rein und schau mal dich selber an. Wie bist du von deinem Charakter? Bist du denn selbstsicher? Hast du die Selbstliebe, dass du sagst, ich akzeptiere mich so, wie ich bin? Bist du wirklich in dir sicher und zentriert und glaubst an dich? Wahrscheinlich nicht. Und das bekommt dein Kind mit. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das habe ich noch gar nicht zu Ende gelesen, von Dr. Shefali. Ich werde es euch auf jeden Fall einblenden. Eine ganz tolle Frau. Das Buch bin ich noch am Lesen und es wird dann auch nochmal eine Rezension geben, wenn ihr das möchtet. Und die Frau erzählt das so schön in dem Buch, die sagt, die Kinder sind eine Reflexion immer von uns. Und das, was wir in unserer Kindheit nicht verarbeitet haben, geben wir unbewusst unseren Kindern mit und wundern uns, warum ist mein Kind so? Volles Problemkind, da hat das und das und das Problem. In Wirklichkeit spiegelt er dir nur etwas, was du noch nicht geheilt hast. Also zusammengefasst, ganz zum Schluss, wenn du möchtest, dass dein Kind in einem Bereich besser wird, Selbstbewusstsein, was auch immer, schau, dass du erstmal an dir arbeitest. Energetisch nimmt dein Kind ganz viel von dir auf. Ja? Und du brauchst jetzt nicht zu sagen, ja, aber ich bin fleißig und ich bin sauber und mein Kind ist dreckig. Dann spiegelt er dir einfach deine extreme Sauberkeit. Das wird, weil die Kinder spiegeln uns vieles, unbewusst. Das machen die nicht extra. Aber energetisch spüren die, dass wir ein Problem haben mit Sauberkeit. Es muss immer sauber sein. Das Kind kann nicht anders, als entweder erstens extrem sauber zu sein oder schlampig zu sein, um es dir zu spiegeln. Und da kann man damit arbeiten und fragen, ist das wirklich so wichtig, dass es immer alles picobello sauber ist? Oder ist es jetzt sein Zimmer und er kann machen, was er will? Da muss man die Mitte finden, das ist immer sehr, sehr schwierig, ne? So eine Grundordnung zu finden und zu sagen, gut, aber wenn es jetzt dir so gefällt, dass deine Klamotten auf dem Boden liegen, ist es dein Zimmer. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Und rausgehen und sich in der Wohnung, ne, die anderen Zimmer so schön gestalten, wie du es halt möchtest. Und dein Kind erstmal lassen. Es wird sowieso spätestens, wenn es auszieht, ordentlich sein, weil es sich an dich anpasst. Weil Kinder, wissen viele Eltern, sie kämpfen auch oft gegen Eltern, um nicht so zu sein erstmal, ja? Wenn du so bist, ich mach's anders. Aber im Endeffekt speichern die ganz viel und das seht ihr auch an euch.
Wir nehmen unbewusst viel von unseren Eltern mit. Im Endeffekt sehen wir uns oder hören uns, wie wir sprechen, wie die Eltern gesprochen haben. Also wenn du etwas ändern möchtest an deinem Kind, schau dich erstmal an, wie du bist. Ändere erstmal an dir, ne? Selbstbewusster werden, mehr an dich glauben, mehr dich selber wirklich lieben, ganz, ganz tief überzeugt sein, dass du wertvoll bist. Wenn du das bist, wenn du das fühlst, strahlst du das aus und dein Kind übernimmt das. Also arbeite erstmal an dir. Und es gibt heißt es Pygmalion-Effekt, da gibt es auf jeden Fall so eine Erwartungshaltung. Wenn du etwas von deinem Kind ständig unbewusst erwartest, wird er das erfüllen. Wenn du denkst, es ist ein Trottel, immer wieder fällt er hin. Jedes Mal tut er sich weh. Es passiert ja auch, ne? Die ersten 2, 3 Jahre ist es immer wieder passiert. Es ist schon gespeichert bei dir, aber auch bei ihm. Wenn du es schon erwartest, wird es auch immer wieder eintreffen. Deswegen beobachte dich, was du erwartest, arbeite an deinen Erwartungen. Dann siehst du schon, wie schwer es ist, das zu verändern. Wenn du erwartest, dass dein Kind schlecht ist, du erwartest, das Kind wird geschlagen, du erwartest, das Kind wird nicht glücklich, was auch immer du erwartest, damit gibst du ganz viel Energie, dass das auch wirklich geschieht. Also arbeite erstmal an dir. Was erwartest du? Wie bist du selber? Kannst du dem Kind erlauben, zu sein, wie es sein möchte? Es muss keinen Vorgaben irgendwie gerecht werden, weil das Kind, so wie es ist, ist es schon wundervoll. Es ist ganz, es ist heil, es ist Liebe. Egal, was wir als Eltern denken. Wenn wir denken, es ist zu dick, es ist zu dumm, es hat zu viele Pickel, es ist, keine Ahnung, zu faul, trotz allem ist dieses Kind eine wundervolle Seele in diesem Körper und es ist richtig so, wie es ist. Wenn du mit diesem Gefühl durch den Tag gehst und wenn du dein Kind anschaust, nicht einfach nur ein Konzept siehst, das komplett was falsch macht, sondern die Seele dahinter siehst, in seine Augen, dass es etwas Wunderbares ist, ein Geschenk, dass dieser Mensch, dieser kleine Mensch ein Geschenk für diese Welt ist, dann wirst du auch anders mit deinem Kind umgehen. Weil wir haben oft Erwartungen, so wie unsere Eltern, wie unsere Gesellschaft viele Erwartungen an uns hatte, haben wir Erwartungen an unsere Kinder. Und du weißt, wie Erwartungen uns Druck machen. Das macht eng, das macht Druck. Wir fühlen uns nicht richtig, nicht geliebt. Als hätten wir was falsch gemacht. Wir fühlen uns nicht ganz, nicht sicher. Und die Kinder fühlen das. Wir geben das ja mit. Also, wenn du dein Kind anschaust, es ist eine wundervolle Persönlichkeit, so wie es ist, mit allen Fehlern und Macken, die es hat. Und arbeite an dir selber und schau, dass du wirklich immer wieder, egal was du erwartest, daran arbeitest, das zu erwarten, was du möchtest. Ja? Also das Positive. So, Kamera ist gerade ausgegangen, aber egal, ich habe auch lang genug geredet. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wenn irgendwelche Fragen sind, Inspiration, Motivation zum Thema Kindererziehung, schreibt es gerne unten rein. Wenn ihr auch Bücher habt zu dem Thema, wo ihr meint, okay, das musst du unbedingt gelesen haben, Samar, schreibt mir das auch unten rein, schaue ich mir an. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit mit euch selbst, mit eurer Familie, mit euren wundervollen Kindern und bis zum nächsten Mal.